Hallihallo, meine Lieben, da bin ich wieder mit dem nächsten Produktvorstellungsvideo. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuschaut. Und zwar habe ich diesmal Produkte von Finger Fashion, die ich euch natürlich jetzt zeigen werde und einen Babyboomer im Schnelldurchlauf machen werde. Und zwar hätten wir hier einmal dieses wunderbare Gel, Fiberglass Gel Make-up Light. Ihr seht hier an diesen Farbstreifen, ne, es ist überall anders, wie die Farbe so circa aussehen wird. Und zwar vergleichen wir das mal eben. Ne, es kommt dem schon sehr nah. Und zwar, hoppala, ist das ja das Fiberglass Gel Make-up Light. Einmal die Konsistenz zeigen. Es ist wirklich sehr cremig. Es ist nicht zu dünnflüssig, was ich für die Verarbeitung schon wirklich sehr gut finde. Also dünnflüssige Gele mag ich gar nicht. Was ich auch gerade so für Anfänger wirklich sehr gut finde. Weil wenn man so dünn viskoses Gel benutzt, muss man schon echt schnell arbeiten. Und das ist für Anfänger wirklich sehr, sehr schwierig. Darum würde ich Anfängern wirklich immer mittel- oder dick viskose Gel empfehlen. Oh, Zungenbrecher. Denn damit lässt es sich für Anfänger einfacher arbeiten. So. Dann hätten wir noch das Fiberglass Gel Make-up Medium. Das hat dann wieder einen etwas anderen Farbton. Ihr seht das. Ne? So, die Konsistenz. Auch wieder sehr schön cremig, nicht zu flüssig. Ne, ihr seht das. Ich kann das wirklich so hochziehen. Ist auch ein sehr schöner Farbton. Sind also sehr schöne Gele, wirklich so für French. Na, also, dass man seinen Kunden so verschiedene Farbakzente auch anbieten kann. Ne? Und jetzt haben wir hier noch das Fiberglass Gel Make-up Dark. Na, und dann kann man den Kunden so sagen, ne, das Light, das Medium, das Dark. Einmal hier das Dark, das erinnert mich so ein bisschen an meinen Kaffee. Ich habe immer mehr Milch als Kaffee. So. So. Auch wieder schön cremig. Sehr gute Konsistenz. So. Wirklich eine richtig schöne Farbe. Und das Fiberglass Gel Make-up Skin. Ich zeige euch die gleich nochmal alle nebeneinander, damit ihr auch den Farbunterschied seht, ne? Auch wieder wie die anderen, sehr schön cremig. Verläuft also nicht so schnell. Und ich schmier hier rum. So, dann hätten wir noch French Gel Natural Opaque. Ist ein sehr schön milchiges Weiß. Wir werden gleich mal versuchen, mit den Produkten einen Babyboomer hinzubekommen. Das ist nicht ganz so cremig und standfest wie die Arbeitsgele gerade, aber das ist auch gar nicht so schlimm, denn für einen Babyboomer ist diese Konsistenz genau richtig. Also wer noch so
für French und Babyboomer. Sucht Fiberglass Gel Make-up Dark Rose. Hätten wir auch noch. Das ist ein sehr schön rosaner Farbton. So. So. Genau, und das ist wieder cremiger. Also ja. So, das werden wir gleich für den Babyboomer benutzen. Ich möchte einen etwas in rosa gehalteneren Babyboomer. Und dann hätten wir noch das Fiberglass Gel Make-up Milky. Und zwar ist das ein Fiberglass Gel, das wirklich richtig schön milchig ist. Einmal hier. So. Schaut mal. Werden wir gleich auch für den Babyboomer benutzen. Schön cremig. Und dann mal schauen, ob das Ganze auch so funktioniert, wie ich das vorhabe. Der Babyboomer ist nicht ganz so meine Stärke, aber ich werde mein Bestes geben. So viel erstmal zu den Produkten. So. Einmal Upala. Einmal, dass ihr den Farbunterschied auch seht. So. Mal kurz an der Seite. Versucht die jetzt mal auf meine Handfläche. Kann ich euch das besser zeigen? So, so seht ihr das, glaube ich, ganz gut. Ne? Also die Farbunterschiede sieht man auf jeden Fall sehr deutlich. Bin mal gespannt, wie die Farben dann gleich aussehen. So. Wenn wir das mit dem Babyboomer verarbeiten. Für den Babyboomer werde ich jetzt gleich das French Gel Natural Opaque nehmen. Dann noch das Fiberglass Gel Make-up Dark Rose. Oder Dark Rosé. Und das Optimal Titanum Fiberglass Gel Make-up Milky. Machen wir die anderen mal zu. Also wenn ihr noch so eine Reihe sucht an verschiedenen Tönen, kann ich euch die nur empfehlen. Zumindest von den Farbtönen her. Wie sich die verarbeiten lassen, sehen wir dann gleich. So. Ich würde sagen, wir fangen an. Babyboomer. Ich werde das Ganze im Schnelldurchlauf durchlaufen lassen, einfach damit das Video nicht zu lang wird. Und hole euch dann wieder dabei, wenn ich fertig bin.
So, ihr Lieben, ich wäre dann soweit fertig. Ich habe jetzt meinen Tipp noch angebuffert, um Unebenheiten halt auszubessern. Ist ja eigentlich immer so. Werde das Ganze jetzt versiegeln. Und dann wären wir auch schon soweit fertig. Und bevor jetzt einige meckern, das wäre nicht so eine tolle Arbeit. Es ist auf Tipps immer schwieriger, einen Babyboomer oder French zu machen. Von daher habt ein wenig Verständnis. Ich bin dennoch relativ zufrieden, dadurch, dass ich eigentlich auch mit Gel nicht so oft oder eigentlich so gut wie gar keinen Babyboomer mache. Das Ganze kommt jetzt in die Lampe zum Versiegeln und Aushärten, um die Versiegelung auszuhärten. Und dann wären wir auch schon fertig. Gearbeitet habe ich jetzt nun mit dem French Gel Natural Opaque Optima Titanum Fiberglas Gel Make-up Milky und das Optima Titanum Fiberglas Gel Make-up Dark Rosé. So, ich werde euch gleich im Anhang noch Fotos mit beifügen, wo ihr auch nochmal die Unterschiede der verschiedenen Farbnuancen seht. Und dann werde ich euch natürlich noch die Links zum Shop, zur Facebook-Seite und alles verlinken, damit ihr euch dort mal umschauen könnt, falls ihr Interesse an diesen Produkten habt und das Ganze vielleicht auch mal testen wollt. Und hoffe, ich konnte euch ein bisschen etwas zeigen und euch überzeugen. Vielleicht hat es euch ja gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Produkttest, Produktvorstellung und wünsche euch viel Spaß beim Shoppen. Tschüss!